Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christian und heute sprechen wir darüber, welche Möglichkeiten du hast, mit Problemen umzugehen. Bleib dran, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, wir alle sind im Leben immer wieder mit Problemen konfrontiert. Probleme gehören einfach zum Leben dazu, weil das ganze Leben einfach aus Gegensätzen besteht. Schau, ohne Nacht gibt es keinen Tag, ohne Pech gibt es kein Glück und ohne Misserfolg gibt es auch keinen Erfolg. Das ganze Leben besteht aus Gegensätzen. Irgendwann werden wir alle keine Probleme mehr haben. Aber leider ist dieses Irgendwann erst, wenn wir tot sind. Solange wir am Leben sind, werden wir immer wieder mit Problemen konfrontiert sein. Bitte hab daher nicht die völlig falsche Meinung, dass du nur glücklich sein kannst, wenn du keine Probleme mehr hast. Es geht nicht darum, dass du keine Probleme mehr hast. Es geht darum, dass du deine Probleme erkennst. Dein Problem ist nämlich nicht, dass du ein Problem hast. Du hast nämlich erst ein Problem, wenn du nicht erkennst, dass du ein Problem hast. Verstehst du, was ich meine? Erst wenn du nicht erkennst, dass du ein Problem hast, dann hast du wirklich ein Problem. Wenn du aber erkennst, dass du ein Problem hast, dann hast du dadurch die Möglichkeit zu wachsen. Weil Probleme sind meiner Meinung nach nichts anderes als eine Prüfung oder als Prüfungen des Lebens, die dir dabei helfen, besser und stärker zu werden. In Wahrheit sind Probleme nichts anderes als Geschenke. Nimm mich als Beispiel. Schau, mein offensichtlich größtes Problem wurde zu meiner größten Chance. Mein offensichtlich größtes Problem war die Geburt mit nur einem Bein. Aber ohne dieses Problem wäre ich wahrscheinlich niemals Triathlet geworden. Und wenn doch, dann hätte ich keine spannende Geschichte zu erzählen. Ich hätte meinen Lebenszweck nie gefunden, nämlich Menschen zu motivieren, sie zu inspirieren und ihnen Mut zu machen. Mein Leben wäre völlig anders verlaufen. Also mein offensichtlich größtes Problem wurde zu meiner größten Chance. Und das ist der erste Schritt, den du unternehmen solltest. Bezeichne Probleme bitte nicht als Probleme, sondern als Herausforderungen oder vielleicht sogar als Geschenke, die dir dabei helfen zu wachsen und besser zu werden. Und du bist dafür verantwortlich, dass du diese Herausforderungen und diese Geschenke erkennst. Weil da fängt es schon an. Viele Menschen ignorieren überhaupt, dass sie ein Problem haben. Ja, wie willst du die Herausforderung oder wie willst du das Geschenk erkennen, wenn du es ignorierst? Solange du deine Probleme ignorierst, wirst du keine Möglichkeit haben, daran zu wachsen. Ich erlebe aber auch immer wieder Menschen, die ein Problem haben und die aufgrund dieses Problems in eine Art Schockstarre verfallen. Sie erkennen ihr Problem zwar, aber sie können es irgendwie nicht akzeptieren und sie versuchen auch irgendwie dagegen anzukämpfen. Bitte mach diesen Fehler nicht, es hat keinen Sinn, gegen deine Probleme anzukämpfen. Und es hat auch keinen Sinn, sich über deine Probleme Sorgen zu machen. Schau, ich kann mich noch sehr gut an das Jahr 2013 erinnern. Es war kurz vor Beginn einer sehr wichtigen Wettkampfsaison für mich. Im Jahre 2012 hatte ich eine sehr erfolgreiche Saison, konnte einige Rennen gewinnen. Und im Jahre 2013 galt es nun, diese Erfolge zu bestätigen. Mein Problem damals war, dass mich eine langwierige Verletzung geplagt hat. Und es war eine Verletzung an der Schulter und durch diese Verletzung konnte ich nicht ordentlich trainieren. Natürlich habe ich zum damaligen Zeitpunkt mit dieser Situation gehadert und ich habe immer gesagt, na, warum muss das mir passieren und eine Verletzung, die passt mir gar nicht rein. Na klar hat sie mir nicht reingepasst, aber ich habe wirklich sehr lange damit gehadert, bis mir ein damals ebenfalls verletzter Sportkollege ein Bild geschickt hat,
das mich von diesem Augenblick an jeden Tag begleitet. Weil es mir immer wieder vor Augen führt, dass es in Wahrheit nichts gibt, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Gerne zeige ich dir dieses Bild. Schau, betrachte dieses Bild einmal. Hast du ein Problem in deinem Leben? Nein? Dann mach dir keine Sorgen. Hast du ein Problem in deinem Leben? Ja? Kannst du etwas dagegen tun? Ja? Dann mach dir keine Sorgen. Hast du ein Problem in deinem Leben? Ja? Kannst du etwas dagegen tun? Nein? Dann mach dir keine Sorgen. Die Antwort ist immer die gleiche. Mach dir keine Sorgen, egal ob du ein Problem hast oder nicht. Egal ob du etwas dagegen tun kannst oder nicht. Deine Probleme, die haben nichts damit zu tun, ob du ein glückliches Leben führen kannst oder nicht. Dieses Bild habe ich von diesem Tag an auf meinem iPhone gespeichert und immer wenn ich irgendwie auf ein Problem stoße, dann schaue ich mir dieses Bild an und dann muss ich eigentlich schon wieder schmunzeln. Weil es in Wahrheit nichts gibt, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Egal, ob wir ein Problem haben oder nicht. Egal, ob wir es lösen können oder nicht. Das Endergebnis ist immer das gleiche. Mach dir keine Sorgen. Versuch bitte daher in jedem Problem eine Herausforderung und ein Geschenk zu erkennen. Ignoriere deine Probleme nicht und bitte verfall auch nicht in irgendeine Schockstarre. Vor allem bitte kämpf nicht gegen deine Probleme an, sondern fokussiere dich auf die Lösung. Das schaffst du, indem du dich ganz einfach fragst, wie kann ich dieses Problem lösen? Frag dich aber bitte auch immer, was das Geschenk in deinem Problem sein könnte. Ein Beispiel, wenn du zum Beispiel 10 Kilogramm Übergewicht hast, dann ist das Übergewicht nicht dein Problem. Dein Problem ist möglicherweise mangelnde Bewegung oder schlechte Ernährung. Das Übergewicht ist das Geschenk, das dich erkennen lässt, dass du deinen Lebenswandel ändern solltest. Also wenn du dein Geschenk gefunden hast, dann versuch bitte alles, um eine Lösung zu finden. Und vergiss eines nicht, mach dir keine Sorgen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Schreib mir gern deine Meinung und auch deine Fragen in die Kommentare. Solltest du Fragen haben, ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Ganz, ganz wichtig, abonniere bitte diesen Kanal, weil du hier immer wieder neue Videos findest. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, dein Christian.